das nicht ein idyllisches Örtchen hier? Ja, das Örtchen, wir sind in dem Örtchen Schonach im Schwarzwald. Genau, also wir haben noch ein paar Vorweihnachtsbilder eingefangen. Wir waren gestern im Bühler Tal. Mhm. Da zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder von den Lichtern des Bühler Tales. Ja? Ja. Und Informationen gibt es auch dazu. Und jetzt wollen wir dann noch zur Skisprungschanze nach Schonach fahren. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Akku-Restlaufzeit haben in der Drohne. Und dann können wir da auch nochmal euch ein bisschen was von der Skisprungschanze zeigen. Schweres Wort, oder? Ja, genau. Also jetzt schauen wir mal, ob wir da überhaupt parken können. Denn mit dem Gustl ist es einmal nicht ganz so einfach. Und das geht, kriegen wir schon hin. Es hat jetzt überall so Schneehäufe im Weg. Aber mal schauen, vielleicht klappt es. Solange kein Wettbewerb ist, ist das schon in Ordnung. Also auf jeden Fall, wir sind auf ca. 800 Metern Höhe. Ja? Mhm. Und im Schwarzwald ist richtig schön Schnee in dieser Höhenregion. Und die Sonne scheint, es ist richtig warm. Es ist kalt. Winterkalt. Ja, richtig schön, angenehm. Minustemperaturen und ist sehr angenehm. Ja. Also jetzt gehen wir zur Sprungschanze. Genau. Jetzt stehen wir hier an der Sprungschanze in Schonach. Ja, und das, was ihr hier seht, dieser Ort dahinter, kann man das sehen? Hoppala, da ist eisig voll Schnee. Ja, also das ist Schonach im Schwarzwald. Mhm. Da findet immer der Weltcup-Springen statt, beziehungsweise nicht statt, wenn kein Schnee ist. Ja, ja, genau. Das ist immer im März, soviel ich weiß, oder? Wann ja, ist das? Zu spät für den Schwarzwald eigentlich, ja. Ja. Und ja, wir haben die Drohne fliegen lassen, vielleicht sind die Bilder etwas geworden, dann spielen wir sie euch rein. Wie gesagt, wir wollen auch nochmal dann im Anschluss an das Bühler Tal erinnern, an die Lichter des Bühler Tals. Mhm. Und hoffen, dass wir auch da ein paar schöne Impressionen mitbekommen haben. Wir haben es noch nicht gesehen, aber Bilder haben wir auf jeden Fall ganz nette bekommen. Und da wollten wir euch noch ein bisschen auf Weihnachten einstimmen. Ja, gell? Genau. Und aber jetzt mach mal einen Schwenk zu der großen Sprungschanze. Skischanze. So. Rauf dürfen wir leider nicht. Nee, aber mir war ja schon mal in Oberstdorf auf einer Schanze. Genau. Und da könnt ihr euch das ja anschauen, damit ihr das Wheeling von da oben habt. Also ich muss immer sagen, mich würden da keine 10 Pferde runterbringen. Ja, also ich hätte schon mal einen Sprung probiert, aber die ist leider gesperrt. Und Ski habe ich auch nicht dabei. Scherzkeksgäste, ja. Also, dann melden wir uns nochmal. Ja, also auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter. We'll be right back.
So, jetzt stehen wir hier direkt am Wohnmobilstellplatz in Föhrenbach mit Jawohl. V. Ja. Ich blende der Karre dazu ein. Ja. Allerdings ist der unzugänglich, denn da müsste Schnee geräumt werden. Also der Stellplatz, der ist eigentlich sehr nett gelegen. Direkt an der Breg. Die Breg, wer ja schon mal unsere Videos angeschaut hat, das ist die junge Donau. Also Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Ja. Da haben wir schon ein Video drüber gedreht. Herr ist sein Lieblingsfluss, die Donau. Ja, einer meiner Lieblingsflüsse, der Rhein mag ich auch. Ja, und den Neckar. Okay. Und hier stehen wir direkt an der Breg, weil wir sind hier bei Fort Wangen. Und da entspringt die Breg. In St. Georgen entspringt die Brigach und bei Donaueschingen fließt es zusammen. Ja, okay, da können wir ja den Film von Donauquelle einblenden. Ja. Dann, wo wir waren bei der Sprungschanze, das war in Schonach, wo ja auch immer diese Weltcups stattfinden im Skispringen und in Langlauf. Ja. Und da gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz. Der hat allerdings nicht unseren Geschmack entsprochen, obwohl der eigentlich, wenn jemand Ski fährt oder rodelt oder Langlauf macht, ganz gut gelegen ist. Da kann man mit dem Wohnmobil hinfahren und von dort aus rodeln oder Langlauf machen. Ja. Mhm. Und der erste, warum wir eigentlich losgefahren sind, das war hier im Tal der 1000 Lichter in Bühl. Oder im Bühlertal. Das ist also wunderschön gemacht. Privatinitiativen haben das Ganze mit Sternen ausgeleuchtet. Wir haben uns mit zwei Kameras bestückt, sind wir da losgelaufen und haben gefilmt wie die Weltmeister. Aber wir haben jetzt schon angeschaut, die Aufnahmen sind nicht so toll geworden. Die können wir gar nicht verwenden. Ja, aber Bilder haben wir gemacht. Es war nachts natürlich und nachts klappt es nicht so ohne Lichtbestellung. Da haben wir die Kamera wahrscheinlich auch nicht richtig eingestellt. Auf jeden Fall die Bilder also sind nicht so gut geworden und deshalb machen wir einfach nur ein paar Fotos. Fotos haben wir gemacht, die kann man anschauen und die tun wir euch dann am Schluss noch einblenden. Aber hier im Tal der 1000 Lichter, das geht noch bis 6. Januar. Wer da hinfahren will, da sind auch zwei Wohnmobilstellplätze und sogar in unserer bevorzugten Preiskategorie. Ja. Nämlich umsonst. Allerdings muss man sagen, die Fähr- und Entsorgung, die es da zum Teil gibt, die sind alle abgeschlossen. Ja, in Bühlertal also, gibt es gar keine. In Bühl kostet der Stellplatz 5 Euro. Da ist eine Versorgung, aber die ist aber jetzt zugeschlossen. Ja, klar, weil überall liegt ja Schnee. Aber auch sehr schön war in dem Bühlertal, in dem Ort, die Sterne, das sind alles die gleichen Sterne. Ja. So rote Herrenhuter Sterne sind das, glaube ich. Und das sah also echt ganz toll aus. Ja, also das sind zwei Wege. Der eine ist wohl 3 Kilometer lang für die ordentliche Knies haben. Ja. Und auch für Leute mit Kniebeschwerden ist ein kleinerer Weg dabei. Den haben natürlich wir genommen. Und ja, da zeigen wir euch dann noch ein paar Bilder. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erst einmal wieder zurück in unser Wohnmobil. Wir stehen jetzt hier am Straßenrand, weil der Stellplatz ist ja alles zugeschüttet. Zeigen wir euch gleich auch noch ein paar Bilder. Der ist noch voll Schnee, meine ich, ja. Ja, nicht genau. Geräumt, ja. Ja. Und deswegen haben wir uns am Straßenrand hingestellt, aber das ist ja wohl kein Problem. Jetzt machen wir uns erst was zu essen und dann. Ja, und dann sind wir weiter. Ja, auf jeden Fall ist es wunderbar und im Schnee und es ist, wir haben Minusgrade und es ist gar nicht so extrem kalt. Es geht nämlich kein Wind. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass es für Wohnmobilreisende hier im Schwarzwald die optimale Jahreszeit ist, denn hier ist kaum jemand unterwegs und man kann im Prinzip überall frei stehen auch. Ja, das schon, aber mit der Fähr- und Entsorgung, das muss man halt wissen, ja, da könnte es halt Probleme geben. Muss man halt schauen, wo es geht. Ja. So. Und jetzt gehen wir was essen. Wir haben Hunger. Also nicht wir gehen essen, sondern wir gehen ins Wohnmobil und der Helle macht uns was zu essen. Genau.
Dose bis zu weit? Ja, wir können gehen. Also. So. Oh, vorsichtig, hier ist es sehr, sehr rutschig. So, ihr Lieben, also wir verabschieden uns jetzt hier von euch. Jawohl. Weil wir gehen jetzt nämlich zum Christkind. Und schaut mal alle zum Abendhimmel. Vielleicht kommt das Christkind ja auch zu euch. Wünschen wir euch auf jeden Fall. Ja, macht's gut. Ciao.